Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, 8 Runden im Superweltergewicht sind angesetzt. Gewichtslimit 69,853 Kilogramm. Ich darf Ihnen auch hier zuerst die Offiziellen vorstellen. Der Supervisor ist Chris Rösen aus der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter bzw. unsere Punktrichterin. Dominik Kuhhaupt, Irene Kostenko und Timo Habichhorst. Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke. Er ist 35 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen genau 69,0 Kilogramm auf die Waage und misst eine 1,76 Meter. Er ist Profi seit 2008. Sein Kampfrekord, 29 Kämpfe, 14 Siege, 9 Mal gewann er durch K.O. aus Hamburg, Dennis Krieger. Und nun, meine Damen und Herren, die rote Ecke. 26 Jahre ist er jung, brachte gestern beim Wiegen 68,7 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,80 Meter. Er ist Profi seit 2021, sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen. 5 Kämpfe, 5 Siege, 3 Mal gewann er durch K.O. aus Hamburg, Benedikt Volland. Der Ringrichter Klaus Hagemann jetzt mit den letzten Instruktionen. Okay, ganz kurz zur Erklärung. Die Handschuhe sind vom BDB nicht zugelassen. Dann müssen wir jetzt noch mal ganz kurz die Handschuhe wechseln und bitten um Ihre Geduld. Herzlichen Dank. Nochmal einen großen Applaus für beide Fighter. 8 Runden im Superweltergewicht. Here we go. Letzte Instruktionen von Klaus Hagemann. So, Gentlemen, listen to my commands and protect yourself at any time. Touch love if you want. Here we go! Volland gegen Krieger. Seconds out, ringfrei. Runde 1, Round 1. Also, los geht's für Krieger in der hellen Hose. Und der Volland mal in der dunklen. So ist es. Ja. Volland heißt er. Das ist ein alter Hautdegen, der Krieger. Ja, Dennis Krieger ist einer, der von den Boxgöttern noch nicht gerade verwöhnt worden ist. Einige Kämpfe wurden gegen ihn entschieden, die er eigentlich für sich vorher erfochten hatte. Auch privat hat er ein paar Probleme gehabt. Hat sich auch immer wieder zurückgebissen, eben kriegermäßig. Und er ist einer, den haut man nicht so einfach um. Der geht da rein und stellt sich dem Gegner. Ich habe nachher mal auf die Qualität seiner Gegenüber eingehen. Da ist alles dabei, was in Deutschland Rang und Namen hat. Ja, gute Treffer da von Krieger. Nur aufpassen, der Benedikt. Da kennt er jetzt eine ganze Salve an Schlägen. Und nochmal, der ist routiniert genug, das auszunutzen, der Krieger. Oh, da hat er nochmal die Rechte. Wird langsam viel. Er lässt seine Deckung hängen. Ist es jetzt Resultat der Schläge, die er einstecken musste, oder
oder was auch immer. Auf alle Fälle eine falsche Taktik. Also gute erste Runde, Hagemann geht da dazwischen von Dennis Krieger. Jetzt haben Sie die Frage, 8 Runden ist das Ding lang. Macht er weiter, versucht er wirklich da über die Zeit zu hoppeln, auch was die Kräfte angeht, dann wird es, weiß ich nicht, eng. Aber kann der gegenüber, der Benedikt Wolland, noch ein paar Runden solche Schläge da ein, kassieren, ausreißen und überstehen. Das müssen jetzt hier die Trainer mitentscheiden, die Boxer auch natürlich. Was ist die bessere Taktik? Nochmal jetzt zweite Runde, volle Kanne rangehen, Krieger. Ich gerne würde das machen, würde das versuchen. Wieder die Rechte. Nochmal die Rechte auf der Innenbahn durch, meine Herren. Das macht er dann aber auch der. Holland. 5 Kämpfe, alle gewonnen, 3 vorzeitig, aber da war kein Krieger dabei. Gerade da ausgepackt und nochmal der rechte Haken. Und jetzt wird der Volland kommen. Wir versuchen jetzt hier ein paar Konter zu setzen. Geschickt, geschickt. Spart Kraft. Solange die Deckung dicht ist. Hat jetzt ein bisschen die Dampfer rausgenommen, der Krieger. Jetzt kommt er wieder durch. Naja, ist natürlich auch ein Kampf von einem routinierten Mann, der schon viele gute Boxer bei den Fäusten hatte, gegen einen Neuling. Der versucht dann nach vorne zu stürmen. Und sich vielleicht gesagt hat, naja, guck doch mal den Krieger, den Kampfrekord an. Dann packe ich schon und dann zeigt er plötzlich, dass er noch lange nichts verlernt hat. Ja. Und nochmal. Überraschende Dinger für Volland auf alle Fälle. Eingeplant von Dennis Krieger. Hochinteressanter Kampf bis jetzt. Bin mal gespannt, wann das durchhält. Sind noch ein paar Runden zu gehen. 80 sind zusammen. Also 6 Runden haben wir noch. Also war das mal ein guter Auftakt für ihn hier. Hm.
wurde in Moldawien geboren, Dennis Reger, und lebt heute in Hamburg. Und galt mal wirklich als großes, großes Talent, das nie den Durchbruch schaffen wird. Schade bis jetzt. Aber mit 35 ist man ja noch kein Opa. Und wenn er heute gewinnen sollte, dann stehen ihm weitere Türen offen. Und das weiß er und entsprechend geht er auch zur Sache. Körper hat er mal versucht, auf die Leber da abzuzielen. Aber das kann der Krieger natürlich auch. Natürlich liegen viele Sympathien hier beim Außenseiter. Aufwärtshaken. Der steckt gar nicht so schnell und hart, der Krieger, kommt er immer durch. Also der Volland, der findet da einfach keine Mittel und Wege, irgendwie jetzt in den Kampf reinzubinden. Da muss ja mal jetzt irgendwie ein Feeling kriegen für diesen Gegner. Nichts da bis jetzt. Der hat. Volland wieder vor sich her. 3-4 Treffer. Und nochmal die linke. Nochmal die rechte. Schön. Also er variiert einfach wunderbar. Und jetzt immer wohl dosiert mit dem Wissen, da kommen noch ein paar Runden auf mich zu. Rundherum. Second out, ring frei, Runde 4, Round 4. Vierte Runde und gleich wieder Blitzstart hier von Dennis. Ja. Nochmal für alle, die jetzt zuschalten, Dennis Weger in der gelb-weißen Hose und der eigentlich favorisierte Volland in Schwarz. Und der sieht kein Land zurzeit. Ja.
Meine letzte Cup liegt auch wieder 2 Jahre zurück von Dennis Krieger. Punktniederlage gegen den aufstrebenden Buja Tahiri aus Landau. Und da wackelt er, da wackelt er. Und jetzt geht er hinterher, der Krieger. Und der Ringrichter geht dazwischen und bricht den Kampf ab. Hey! Sensation ist leicht übertrieben, aber faustdicke Überraschung. Irre. Da hat sich einer mal vorgenommen gehabt und hat das umgesetzt von der ersten Sekunde an. Und der Jungsbund, der sich auch mal vorgenommen hat, der kam überhaupt nicht zurecht mit dem Altmeister, der Fäuste hier. Ja, Fäuste aus der Kuchenbuch, der Cutman. So kann es gehen. So kann es gehen. So, und jetzt sollte der junge Mann hier, der Volland, den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern muss immer darüber nachdenken, gegen wen der Krieger alles schon verloren hat. Und dass es auch ein Debakel ist, auch wieder zurückzukommen, der Krieger gegen Angelo Frank, gegen Sebastian Formella, weil den Sieger Abbas Barahu, den neuen Europameister, Dennis Ilbay, Ahmad Ali und so weiter und so fort. Also ja schon. Das waren alles knappe Kisten, teilweise nicht alle, aber einige. Und jetzt steht er da als Sieger. Toll. Freut mich für Krieger und dem Volland kann ich hier nur die Daumen drücken, dass er da nicht verzweifelt. Ich meine, dass er halt mal 6 Kämpfe, 5 Siege, 1 Niederlage, da geht um Gottes Willen die Welt nicht unter. In der Weltrangliste steht er auf 663. Also da rutscht er auch nicht weit ab. Nichts passiert eigentlich für den Benedikt Volland, außer dass er überraschend gegen einen wirklich von Anfang an fokussierten und ja, prächtig vorbereiteten Gegner gestoßen ist. Keine Chance gegen ihn hatte. Für beide Fighter. Wir haben einen Sieger durch TKO nach 1:10. We got a winner by TKO in round number 4. Nach 1:10 after 1:10. Aus Hamburg, Dennis Krieger. Dennis, ganz kurz ein paar Worte, wir sind ein wenig in Zeitdruck. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Hast du schon direkt in Runde 1 gemerkt, da könnte was gehen heute? Hallo zusammen. Nein, habe ich nicht. Was war denn genau der Plan? Der Plan war, 8 Runden zu boxen, langsam reinzukommen und Hauptsache, kein Mensch beleidigen. Das war der Plan. Okay. Das ist lange, lange vergessen. Das ist lange vergessen, Dennis. Das war auch bei mir im Interview. Also, aber klasse Leistung von dir heute. Wie hast du sie selbst gesehen? Ja, heute lief alles ganz gut. Dank nochmal mein Trainer. So ein Strateg. Er kann das alles gut aufbauen, Pläne und so weiter. Und eigentlich wollte ich heute nicht so viel labern. Du weißt, ich bin Labertasche. Das weißt du, ich habe dich vorgewarnt. Aber das Einzige, was ich sagen will, danke an alle euch. Herzlichen Dank, Trainer, alle Zuschauer, Fanclub und ganz persönlich an meine Tochter einen Kuss. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Okay, das waren, glaube ich, die abschließenden Worte. Großen Applaus nochmal. Herzlichen Glückwunsch, Dennis Krieger.